Willkommen zurück zu Octopath Traveler. Im heutigen Part wollen wir da oben in diese Höhle rein, denn die haben wir... Oh, ernsthaft jetzt. Die haben wir zum einen noch nicht erkundet und zum anderen ist in der Höhle, ich habe mich mal informiert vor dem Part, zum anderen ist in der Höhle der Gegner, den wir besiegen müssen, um die eine Quest abzuschließen. Wow, das tat weh. Um die eine Quest abzuschließen, die wir machen müssen... machen können in ernsthaft jetzt trifft jetzt hier gar nichts mehr oder was, die wir machen müssen in Erzquell, aber machen können, wie gesagt, nicht müssen, wir können sie machen, nämlich die Frau, die bestohlen wurde, deren Drachenei ihr gestohlen wurde, die wir schon ein paar mal im Spiel angetroffen haben. Ich habe zum einen vermutet, dass ich nicht in die Höhle rein muss, weil die haben uns ja gesagt, oh nein, mein Drachenei wurde mir gestohlen, und deswegen habe ich direkt gedacht, okay, jetzt ist bestimmt in der Höhle drin. Und wie gesagt, das wurde mir bestätigt durch das wundervolle Internet. Und ja, jetzt müssen wir da bloß noch rein. Sag mal, wie oft will der bitte nicht treffen? Wie oft will der Gegner ausweichen? Es geht mir so auf die Nerven an dem Spiel teilweise, dass die Gegner tausendmal einfach ausweichen. Meine Güte. Da habe ich echt meine Genauigkeit so gering momentan. Habe ich ihm irgendwie einen neuen Dolch gegeben oder so, dass seine Genauigkeit so gering ist? Ich habe keine Ahnung. Das geht mir jedenfalls gehörig auf die Nerven gerade. Egal, so. Drachen liegt gerade das Haus. Gefahrenstufe 50, ich würde sagen, wir gucken uns die auch mal direkt um, wenn wir schon mal hier sind. Und hier ist jedenfalls auch der Gegner drin, den wir besiegen müssen für die Quest, wie gesagt, aber keine Ahnung, wo genau. Wir gucken einfach mal. Hier oben haben wir direkt schon mal eine Truhe, sehr schön. Die wir ja auch nur mit Zeron aufmachen können. Oh, nice. Den hebe ich mir aber, glaube ich, für Harnet auf, weil Harnet kämpft ja hauptsächlich mit Bogen und deswegen wäre es geil, wenn die halt so einen guten Bogen bekommen würde. Jo. Oder für Tressa, einen von beiden, weil Tressa ist ja auch sehr bogenlastig. Oder halt Speer für Tressa. Aber sie kämpft ja auch mit Bögen teilweise und so. Ich hoffe jetzt bloß, dass die Gegner ja drin nicht allzu stark sind. Das müssen wir mal gucken. Ey, er trifft einfach kaum mehr. Habe ich dem letzten Part eine andere Waffe ausgerüstet, die irgendwie wirklich eine viel schlechtere Genauigkeit hat? Oder ist das alles gerade Zufall? Wenn ja, rüste ich das aber definitiv wieder um, weil das geht mir so hart auf die Nerven gerade. Oh mein Gott, ey. Oh, könnt ihr die arme Ophelia in Ruhe lassen? Stopft ihr mal ein Heilmittel rein. Moment, hier Heilkraus. So. Nicht stehlen. Falsch. Jetzt müssen wir die guten Gegner erstmal brechen. Habt ihr vielleicht eine Pfeilschwäche? Oh ja, perfekt. Das ist ziemlich gut. Dann können wir in der nächsten Runde ordentlich abgehen. Letztes Gefecht. So. Und ihr wisst ja, was jetzt kommt, oder? Nein? Dann seht's jetzt. Evers Abrechnung. Bam. Tschüss. So, wundervoll. Ich gucke echt mal weniger Genauigkeit. Warte mal, habe ich irgendwie so... Hier, das Schwert würde die voll stärken, aber das Schwert ist scheiße. Nee, ich hatte den keinen anderen Dolch gegeben. Oh, ich überlege halt immer noch wegen dem hin und her. Ah, das Tempo, dass das runtergeht, stört mich halt. Aber komm, ich gebe den dir jetzt mal, komm. Was auch immer. Ich will mal ganz kurz was gucken, und zwar bei Evers Abrechnung. Ja, gemäß Eigentempo. Deswegen wundert mich das immer so ein bisschen. Oh, du kannst das ja lernen. Über drei Runden misst ihr die Magie eines Verbündeten, die sonst alle Gegner trifft, nur einen an. Oh. Das ist ganz cool eigentlich.
Besser als ihr eigenes, würde ich sagen. So, stopf. Ich hatte ein paar Heiltrauben voll. Und dann geht's in die Richtung. So. Hier geht's nicht weiter. Kristallhelm. Nee. Die Elementarverteidigung ist mir auch wichtig, deswegen. Nein. Nein. Auch wenn deine normale voll hochgehen würde. Die Elementare ist mir viel zu wichtig. Und bei dir auch der elementare Angriff. Aber bei dir ist die schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Aber das Ausweichen würde auch voll runtergehen. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ich habe so ein Gefühl, ich habe im Spiel viel zu wenig Abwehr. Deswegen hat mich der letzte Bosskampf auch so genervt. Aber ich kann sie halt nicht erhöhen, wenn alle Items, die wir erhöhen würden, Bullshit sind. Und kaum was bringen. Dann kann ich die Abwehr halt leider nicht erhöhen. Beziehungsweise schon was bringen, aber halt auch wieder voll viel zurückmachen gleichzeitig. Oder ist der Typ? Ich dachte, hier würde jetzt wieder so ein optionaler Bossgegner drin sein, wie in der letzten Höhle, die halt so war wie die hier. Aber scheinbar nicht. Also er ist wahrscheinlich der optionale Bossgegner in dem Fall, weil den muss ich besiegen für das Drachenei. Bist gekommen, ein Ei zurückzuholen, ne? Das kann ich dir auch gern stehlen. Oh, ist nicht angeboten. Da muss ich ihn wahrscheinlich bekämpfen, schätze ich mal. Warum glaubst du an die heilige Flamme, wenn ihr Glanz doch nichts für dich tut? Sie hat keine Macht. Wenn du Erlösung vom Tod suchst, ist allein der Drache dein Heil. Der Drache, okay. Und deswegen will er das Drachenei wahrscheinlich ausbrüten oder so. Warum hast du graue Haare, obwohl du erst 33 bist? Naja, egal. So, der Kleriker könnte eventuell ziemlich stark sein. Ah, den kann ich nur mit Auric besiegen. Stimmt, scheiße, ich bin meinen anderen Leuten gar nicht dabei. Eventuell ist das ein Problem. Mal gucken. Mal gucken. Okay, er ist auch eine Schwäche, sehr schön. Das ist gut zu wissen. So. Dann könnten wir den wirklich ganz easy besiegen, würde ich sagen. Okay, Ebbers Abrechnung macht 8703. Okay. Au. Das tat weh. Oh ja, das ist nicht cool. So. Kannst du dich nicht mit mir prügeln, du Affe? Aber das macht schon ganz guten Schaden, muss ich sagen. Der Angriff. Oh nee, er kann mich vergiften, wirklich jetzt. Oh, was soll's. Ja, so mega viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Ich will macht Transdonner. Ja, also der Elber-Angriff ist definitiv besser. Bringt dir nicht so viel, wenn ich ja vergiftet bin, weißt du das eigentlich? Und vor allem, wenn ich es wegmache, du Affe. Okay, er ist schon gelb. Rot meine ich. Jetzt bin ich auch noch farbenblind scheinbar. Das tut halt weh. Ja, das ist definitiv damn. Der stirbt doch jetzt bestimmt, oder? Ja. Was zu erwarten. Sehr schön, und Drachenei bekommen. Perfekt. Bam. Er bleibt wohl keine andere Wahl, dieses Ei aufzugeben. Und er rennt weg. Was ein Weichei. Okay, aber mehr gibt's hier drin nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ah, doch. Voll gemein versteckte Truhe. Die sieht man kaum. Bewusster Stein, okay. Die sieht man einfach kaum. Aber mehr gibt's definitiv nicht.
Dann gehen wir mal nach Erzquell zurück, würde ich sagen. Falls ich doch noch was übersehen habe in der Höhle, sagt es mir gerne in den Kommentaren. So, einmal kurz schlafen. Und dann bringen wir ihr Ei zurück und gucken mal, wie es weitergeht, würde ich sagen. Hallöchen. Mein Ei wurde mir gestohlen. Der Dieb sagt, ich soll in der Höhle außerhalb des Dorfes aufsuchen, bla bla bla. Hier, bitteschön. Da bin ich wieder und hab dir ein Ei zurückgebracht. Oh? Oh, ihr seid es wieder. Ich habe gerade spontan Deutsch verlernt. Ihr seid wieder da. Bitteschön. Ah, mein Drachenei! Tausend Dank. Ich weiß nicht, was ich hätte tun sollen, wenn ich es verloren hätte. Die Drachendame ist mir anvertraut. Es ist meine Pflicht, bis zum Schlüpfen darauf aufzupassen. Jetzt muss ich es nur noch mit diesem Lavastein wärmen. Oh? Schlüpft es jetzt? Hat sich das Ei gerade bewegt? Das kann keine Einbildung gewesen sein. Oder Eibildung. Ha! Es hat sich bewegt. Das heißt, es wird bald schlüpfen. Yay. Aber wenn ich es zurück ins Dorf bringe, werden nur weitere Banditen davon erfahren und versuchen, es zu stehlen. Soll ich dich beschützen? Es ist ganz klar, was ich zu tun habe. Ich werde den Drachen heimlich aufziehen müssen, fernab von neugierigen Blicken. Ihr habt viel für mich getan, aber jetzt bin ich gefordert, ich ganz allein. Immerhin werde ich bald die Drachenmutter sein. Ja, und dann irgendwann wirst du vom Drachen gefressen, wenn er erwachsen geworden ist, oder einfach verglüht oder so. Ist bestimmt eine gute Idee, den Drachen aufzuziehen. Vielen Dank für alles, leb wohl. Wow. Ich dachte, du wolltest nicht rausrennen, weil du von Banditen... Ach, egal. So, leichte Nuss, Gewand der Drachenprinzessin. Oh, das könnte nice sein, eventuell. Wahrscheinlich eher nicht für dich, aber egal. Nee, so geil ist es gar nicht mal. Bei dir? Ein Ausgleicher. Bei dir? Okay, das ist wirklich eine Überlegung wert für mich. Aber der elementare Angriff geht voll runter, das gefällt mir nicht. Aber kritisch geht hoch und physische Verteidigung auch. Überlege ich mir. Wenn nicht, gebe ich es wem anders. Und nee, bei dir gefällt mir das nicht. Überlege ich mir noch. Vielleicht gebe ich es auch einem anderen Mädel, also Prim oder so. Ja, wie ich die Quest hier unten zu lösen habe... Ja, zu lösen habe, habe ich keine Ahnung. Aber wie heißt die Quest nochmal? Dann kann ich eventuell kurz nachgucken. Dass wir halt wissen, wo ich dafür hin muss. Oh ja, das falsche Land. Klippenland bin ich. So, der missratene Sohn, genau. Vor mehr als 10 Jahren hat mich mein Sohn nach einem Streit im Kreuer verlassen. Bla bla. So. Sie will, dass ihr Sohn wieder zurückkommt, geht nach Masalim und sucht dort in der Festung der gestrengen Ritter. Sucht in der Fest, ja doch. Bringt ihn mit Führen zurück zu seiner Mutter nach Erzquell. Okay. Können wir also noch nicht machen. Bei Masalim ist dann das Kapitel. Da bellt der Hund. Ist dann das Kapitel von Harnet. Glaube ich zumindest. Und deswegen können wir da noch nicht hin. So, jetzt gehen wir nach Ulrich. Würde ich sagen, nach Stromfurt. Jetzt gehen wir nach Ulrich, genau. Ja, Masalim, Sonnenland, alles klar. Jetzt gehen wir zu Ulrich Kapitel. Es interessiert mich zwar nicht so sehr wie die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand halt Ulrichs Geschichte wirklich nicht so spannend, aber okay. Mich würde das von Ophelia mehr in den Fingern jucken, aber da eben das von Ulrich näher dran ist, will ich das eben zuerst machen. Nördlicher Stromfurtübergang im Flussland. Voll hübsch hier. Von den Farben her. Sieht zwar aus wie geführt jedes Stromfurt oder Flussdingens, aber egal, was soll's. Da, da, da. Das ist ein geiler Weg scheinbar. Oh! Wollen wir uns mal einfach versuchen? Why not? Das ist, glaube ich, einer der geheimen Dungeons, wo es einen neuen Job gibt. Warum nicht versuchen?
Wir können es nochmal probieren. Warum nicht? Und dann haben wir schon mal einen neuen Job, der halt für irgendwie ganz cool sein könnte. Dum, dum. So. Ich weiß nicht, wie viele Monster in der Höhle vorkommen, wie böse die sind, aber ich hoffe mal, dass nicht zu viel Ungeziefer hier vorkommt. Die sehen auf jeden Fall ziemlich stark aus. Okay, wir haben nur zwei Schutzdinger. Das heißt, sie können nicht mega stark sein. Okay, Pfeile sind leider Gottes schon mal keine Schwäche. Alles klar. Das Schwert vielleicht. Ja. Das ist sehr gut. Und wie sieht es mit Schneesturm auf, aus? Nein. Und die Axt, wie sieht es damit aus? Ja, perfekt. Dann können wir jetzt schön draufhauen, würde ich sagen. So, ja, das wird ganz ordentlich. Eigentlich stehen. So. Bam. Dim, 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 dim. Bam. Wäre voll cool, wenn ich aus dem Kampf ohne Schaden vor rausgehen könnte, aber wahrscheinlich eher nicht. Die heißen Donner erlegt. Also wird wahrscheinlich Donner gegen die nicht so effektiv sein, oder? Na egal, die sind tot. Ich bin gespannt, wie der Boss sein wird jetzt. Aus dem Dungeon hier. Ob der mega stark ist, oder wie das sein wird. Oh, voll schön, das Wasser hier. Und ich mag die Geräusche auch. So. Yay, ganz viel Geld. Das ist sehr nice. Dim, dim. Ist auch sehr schön hier. Gefällt mir voll gut. Und da hinten ist er, der Bereich, wo gleich der Boss auf uns warten wird. Okay, die sehen nach Feuer aus jetzt, dass die Feuergegner sind. Feuerelement. Kann es sein, dass der hintere gegen Licht anfällig ist? Ja, das war klar. Weil der untot ist. Eventuell ist das gegen die gut. Ja, guck mal, das ist schön. Und gegen den anderen Gegner da auch, das ist nice. Wie sieht denn Pfeilhagel aus? Nö, gegen niemanden, schade. Und wie sieht es mit FP-Stehlen aus bei dir? Nein. Hat irgendeine eine Speerschwäche? Okay, ihr schon mal, aber der auch nicht. Hm, schade. Aber was soll's? Dim, 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 dim. Ah. Okay, jetzt wissen wir von denen schon mal alle Schwächen. Das ist ja schön. So. Und damit ist der gebrochen. Perfekt. Körperrüstung. Anzünden und verbrennen. Kannst du bitte nicht? Ich würde gerne auch ein bisschen weiterleben und da ist das nicht so geil, wenn ich angezündet werde. Wisst ihr das? Ist der jetzt wirklich ausgewichen, du Affe? Ich hab kein... Oh, ich würde eigentlich... Egal. Ich würde eigentlich das Schwert nehmen. Bist du jetzt wirklich ausgewichen? Oh, man kann so übertreiben, Spiel. Mit der unfairen Sache. Ich weiß, es ist nicht unfair. Ich meine aber halt nur, sonst ist voll dumm einfach. Und draußen ist gerade irgendjemand... Keine Ahnung, was der macht, aber es sind jedenfalls sehr komische Geräusche, die gerade von draußen reinkommen. Falls man das hört, tut mir leid. Das ist ein Flugzeug, zu lang fliegt. Ich habe mein Fenster auf, deswegen hört man das so laut. Also was halt, oh mein Himmel, ich bin hier drinnen am Boden oder so. Aber ich meine halt nur. So, okay, ja, ich brauche keinen Heiltraum eigentlich noch nicht. Erst wenn wir dann gleich kurz vorm Boss sind.
Okay, hol da drüben auf, sehr gut. Ja, muss ich mich heilen? Ich glaube eigentlich nicht. Komm. Oh doch, wir packen hier eine rein. Und noch eine anregende Pflaume halt für dich. Und für dich auch. Und dann bin ich jetzt gespannt, wie schwer der Bosskampf wird. Ist ja ein optionaler Boss, den man normalerweise gar nicht besiegen muss. Der uns eben einen Geheimberuf bringt, nämlich... Ich weiß nicht welchen. Eine Stimme hallt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt. Das Flugzeug kommt wieder. Ich bin Winnehill, die Kriegsbringerin. Ihr wollt die Geheimnisse eingeweiht werden, in die Geheimniseinheit werden, die ich bewahre. Dann müsst ihr zuerst euren Wert unter Beweis stellen. In einem Kampf wahrscheinlich, oder? Eine überirdische Macht. Ja, okay, treten wir vor. Ich mag Kans aus meinem Fenster zu. Meine Güte, das ist auf den Nerven. So, jetzt hört man zweimal noch. Oh mein Gott, bist du krass. Aber es ist nicht mehr so laut. So, oh, an das Battle-Team. Ich habe keine Kopfhörer abgesetzt, deswegen habe ich das gar nicht gehört. Cool. Das müssen wir uns, denk mal, ein bisschen näher anhören. Jetzt gilt erstmal rauszufinden, was du für Schwächen hast. Yo! Same! Man kann auch ein bisschen übertreiben, weißt du das? Stimme bin ich. Ich war schon im Stimmenbruch, nur mal so nebenbei. Meine Güte. Okay, was hast du für Schwächen? Schwert schon mal nicht. Dolch vielleicht. Nein. Okay, das ist krass. Dann Speer? Nein. Okay, jetzt kontert sie scheinbar. Das gefällt mir nicht, deswegen... vergifte die mal. Oder kontert sie das auch? Nee, hämmer nicht. Und du heilst bitte. Bis eben die Konterfähigkeit weg ist. Battle-Team ist echt ziemlich geil. Man kann es auch übertreiben. Oh mein Gott, war das viel Schaden. Holy shit. Wegen einer Vergiftung? Okay. Wie sieht ein Pfeilhagel aus? Ja, auch nicht. Was hat die bitte für Schwächen? Irgendwelche Elementsachen? Fangen wir mal an, alle Steine auszuprobieren. Ich hab nur M, schade. Das ist auch nicht okay. Oh, ich hab gerade gehofft, dass er nicht trifft und zum Glück hat sie ja nicht getroffen. Dann Blitz. Auch nicht. Wie krass bist du eigentlich? Das einzige, was ich noch nicht probiert habe, sind Stäbe und Äxte. Von meinen zur Verfügung stehenden Waffen meinte ich. Okay, Axt auch nicht, okay. Feuer? Ah, habe ich schon probiert, stimmt. Ups, ich bin dumm. Ah, nice. Oh, er ist vergiftet, das ist nicht so nice. Okay, entgiftet du ihn bitte mal. Weil das geht sonst ziemlich schief. So, und du vergiftest sie nochmal bitte, weil das hat vorhin voll viel Schaden gemacht. Und Ophelia muss jetzt ein bisschen heilen, würde ich sagen. Also der Kampf, ist bisher nicht allzu schwierig. Das einzige Schwierige ist, ihre scheiß Schwäche rauszufinden. Okay, also Donner war es nicht, Feuer war es nicht, Eis vielleicht. Ja, okay. Das ist schon mal ganz gut. So. Au. Habe ich dich schon probiert eigentlich? Keine Ahnung. Aber, weil du musst gar nicht heilen. Doch, Orphe musst du heilen. Au, das hat weh. Mach mal eine Heiltraube M auf ihn, dass er nicht stirbt in der nächsten Runde, bitte.
Weil sie darf jetzt direkt zweimal angreifen. Und sie hat ihre Blindheit wieder los. Toll, Ophelia ist tot. Super. Richtig cool. Oh, der Kampf ist wirklich schwer bisher. Ja, da muss es unbedingt heilen. Wobei, musst du nicht. Wir können sie prinzipiell in der nächsten Runde brechen. Dann kann Ophelia heilen, weil sie ist halt eh, sie hat keine Boostpunkte mehr, deswegen ist sie uns nichts mehr nütze, sag ich mal. Wir haben leider keine Eiszehensteine M. L meine ich, aber was soll's. So, jetzt brechen wir dich. So. Take this. Einmal tschüss. Und dann gehen wir jetzt richtig ab. Du machst erstmal die Eulensäure. So. Dann heilst du jetzt einmal in der Runde. Nimm mal den Boostpunkt dafür. Genau. Dann kann auch Fida jetzt angreifen. Ach, echt nicht so viel, wie er hofft. Gut, jetzt können wir abgehen. So. Mit unseren krassesten Sachen, die wir haben. Nice. Weniger als gedacht. Nice. Oh, nochmal das hier. Okay. Hey, man kann es halt echt übertreiben, Winnehild, weißt du das? Aber ja, der Kampf ist halt nicht umsonst erst ab Level 50 empfohlen. Jetzt habe ich eine L benutzt, das wollte ich gar nicht. Egal, was soll's. So. Das Problem ist halt bloß, ich kann sie prinzipiell nur mit Ophelia und Orphan brechen. Mit normalen Fähigkeiten zumindest. Und sie ist jetzt halt auf 8 hochgegangen, das ist voll krass. Ey, was ist das eigentlich? Holy shit! Ich habe mir den Kampf echt schwer vorgestellt, aber so schwer halt nicht. Ist um einiges schwieriger, als ich jemals gedacht hätte. Und vor allem ist die halt immer noch weiß. Ich weiß gar nicht, wie ich gegen die ankommen möchte weiterhin. Einfach nur krank. Ja, wie oft greift ihr ihn bitte an, jetzt mal ohne Scheiß? Jetzt einen heileren Tod, super. Ja, ich hab jetzt verloren, glaube ich. Weil sie jetzt einmal angreifen darf. Ja, cool. Kann ich das irgendwie auf alle machen oder so? Oh, kann ich echt? Das ist natürlich praktisch. Ja, nützt mir jetzt auch nicht mehr viel. Ey, das ist halt... Jetzt bin ich halt nur mit Heilen beschäftigt hier. Warum bei ihm jetzt nicht? Ja, ich habe halt keine Chance mehr. Ich habe halt keine Chance mehr. Gefühlt. Wenn das so weitergeht, auf jeden Fall. Here.
Oh mein Gott, das ist echt krass. Dass der Kampf so schwer ist, das hätte ich niemals gedacht. Ey, Quatsch. Das ist so übertrieben einfach. Ich will gerade vermutlich das Spiel ausmachen. Das ist einfach nur übertrieben, jetzt mal ohne Scheiß. Die darf gleich nochmal angreifen. Ich bin eigentlich wirklich verloren. Ich bin es halt nur noch mit Wiederbeleben beschäftigt. Einfach nur krank. Ja, nichts und ich will jetzt erst dran. Ja, tschüss, Ophelia, aber ist jetzt wieder. Okay, nee, sie macht nur die Konterposition. Alles okay. So halb zumindest. Ja, ich muss mich jetzt hier heilen, weil ansonsten sterbe ich wegen dem Gift. Ja. Ja, und da ist es passiert. Holy shit. Ja, das kann man vergessen mit unserem aktuellen Level und der aktuellen Ausrüstung, keine Ahnung. Das probiere ich im nächsten Part auch nicht nochmal, dann machen wir erst was anderes, weil das ist echt krank. Also, oh mein Gott, ey. Das war's von diesem Part, bis dann, ciao, euer V-Road, tschüss.